Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute möchte ich mit euch mal eine mir bisher noch nicht bekannte Box auspacken, auf die ich über ein Video bei der lieben Claudi von Claudis Welt aufmerksam geworden bin. Es ist eine Apothekenbox, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bisher. Das ist die Vital Sana Box und die Claudi hat die bei sich unboxed und hatte dann irgendwie auf Instagram noch so einen Code parat und ja, und dann dachte ich, die muss ich mir mal näher anschauen, weil da nämlich ein Produkt drin ist, was ein absoluter Favorit von mir ist. Und allein dieses Produkt schon, glaube ich, so um die 25, 30 Euro normalerweise kostet. Und das sowieso leer war und ich es eh gerne hätte nachkaufen wollen. Dann dachte ich mir, okay, guckst du mal, was da noch in dieser Box steckt. Und die ist echt ein ganz cooler Schnapper. Und zwar, wie heißt diese Edition Vital und Schön? Eben von der Vital Sana Apotheke und kostet... Die kostet irgendwie 20 Euro. Ich weiß nicht, ob 20 Euro genau. Ich muss gerade nochmal gucken. Oder nee, 18,99 kostet die. Und dann, genau, dann war das so, dass ich dann noch, genau, die kostet 18,99. Nennt sich irgendwie Aktionsbox. Und ich glaube, die bringen irgendwie zweimal im Jahr eine raus. Also ich habe irgendwie gesehen, es gab noch so eine Frühjahr-Sommerbox. Die kann man auch jetzt noch bestellen. Und das ist jetzt, glaube ich, Herbst-Winter, was ich da jetzt habe. Und wie gesagt, 18,99. Und damit aber der Versand gratis ist, musste ich noch ein bisschen was dazu bestellen. Und habe dann eben noch eine Gesichtsmaske dazu bestellt, damit ich über die 20 Euro komme, der Versand kostenlos ist. Und habe dann aber eben noch diesen Code von Claudi gehabt. Und dann war es irgendwie, ich glaube jetzt insgesamt, was habe ich jetzt gezahlt? 20,58 €. So. Und dafür habe ich bekommen diese Box, wie gesagt, die wir jetzt gleich uns anschauen. Ich mache mal oben auf. So sieht das dann aus. Wohlfühlherbst heißt die also ganz genau. Und da stehen alle Produkte drauf. Jetzt zwar ohne Preise, aber mit Bestellnummer gleich und was drin ist und ob es in Originalgröße ist oder nicht. Oder? Ja, genau. Da steht immer, ob Probe oder ja. Okay. So, und das, was ich noch dazu bestellt hatte, war diese hier, Totes Meer Tuchmaske von Dermacell Hydro Refresh mit Kaktusmilch und 100% naturreinen Totes Meer Mineralien. So, und das klang irgendwie gut hydratisiert, intensiv, erfrischt, nachhaltig. Und ich finde jetzt so in diesem Nachsommerzeit, ja, also ich merke, meine Haut freut sich total über Feuchtigkeit im Moment und dann dachte ich, die ist eine gute Wahl. So, die habe ich dann also mitgenommen. Und dann hat mich echt diese Box schon so beim ersten Draufgucken, hat mich schon total angelacht, ja. Also so total vieles sehe gleich, was ich irgendwie toll finde, ja. Also einmal das oberste, was ich hier gesehen habe, Tiertesat Badeschätze mit Mandelöl, Honig, Milchproteinen, ja. Und das heißt irgendwie Schönheitsgeheimnis. Ein Cremebad, ja. Also es klingt echt sehr, sehr lecker. Und ja, also diese TTZ-Bade-Dinger, da habe ich öfter mal eher diese Flaschen und so, aber auch diese Einmal-Anwendungen sind ja super. Ist das jetzt eigentlich eine Probe oder ist das auch ein Original? Das ist, glaube ich, ein Original, das kann man auch so kaufen. Ja, genau. Ja, ich guck mal, ob ich euch die Preise oder einfach den Link zu der Box setze ich euch mal unten rein, dann könnt ihr euch die auch mal in Ruhe anschauen. Und also ich hatte irgendwo, steht bei denen auf der Website, dass die Produkte insgesamt einen Wert von, glaube ich, 68, wenn ich es richtig im Kopf habe, also 68 Euro kosten, die würden die Produkte einzeln kosten und die Box kostet 18,99. Das ist schon nicht schlecht und es sind wirklich tolle Sachen drin. Also es ist nicht so, eigentlich kann man echt alles gebrauchen, aber... Ich zeige es euch erstmal. So, also wie gesagt, die, sowas finde ich auch immer super. Habe ich immer gern auch einen kleinen Vorrat da zum Verschenken. Genauso wie eben diese Masken und so. Das kann man, finde ich, immer mal gebrauchen für so kleine Aufmerksamkeiten für seine Liebsten. Noch eine Sache von Dermacell, da freue ich mich auch drauf. Es klingt auch total schön. Bleibt gesund. Wohltuendes Mineralienbad aus dem Toten Meer. Salbei, Rosmarin und Arnika. Und das ist bestimmt auch ganz was Feines. Und glaube ich auch für trockene, sonnenstrapazierte Haut auch nicht verkehrt. Ist hier sowas zum Reiben? Nee, da kann man nichts durchriechen. Ja, gut, macht nichts. 15 Minuten länger soll man nicht baden. Ja, das mache ich meistens nicht. Bad schon ein bisschen länger. Gut, also auch sehr schön. Noch, also das waren jetzt auch so, das sind Bade... Ja, ich glaube, das sind so Badesalz oder Badekristalle nennt man das. Auch nochmal Badekristalle gab es von Kneipp. Also Idee, glaube ich, dahinter ist einfach wirklich so ein... Ja, so ein bisschen so eine Spa-Box irgendwie, ne? Oder halt so ein bisschen Wohlfühlherbst. Wohlfühlen, also einfach
so ein bisschen abtauchen. Und das kann man auch damit bestimmt sehr, sehr gut. Flieder-Schleierkraut. Oh, das klingt gut. Ich liebe ja Flieder. Auch sieht auch sehr hübsch aus. Aber auch wieder total nett als Geschenkchen. Ja, also, mal gucken. Sehr schön. So, das, dann ist hier jetzt noch so eine Probe, wo auch dann gleich schon direkt steht mit Produktprobe hier von Kneipp, von diesen Lebensfreude Pflegedusche mit Zitrone, Lycea cubeba, was auch immer das ist. Hebt die Stimmungslage nachweislich. Naja, gut, schauen wir uns mal an. Dann noch was von Kneipp und dann ist, glaube ich, aber auch Schluss mit Kneipp, wo ich mich auch sehr freue, weil es meine Hände gerade dringend nötig haben. Es ist so eine Sekundenhandcreme plus Nagelpflege. Ein Creme fertig los. Das werden wir in der Sekunde gleich testen. Mit Aprikosenmilch und Marulaöl. Schnell einziehen und intensiv pflegen. So, ich mache die mal auf. Schnuppern wir mal dran. Also Aprikose kann ich jetzt so auf den ersten Riecher noch nicht wahrnehmen. Ich werde aber mal mir eine Menge hier auf den Handrücken geben. Und wie gesagt, meine Hände haben es gerade so dringend nötig. Gerade so diese Nagelhaut, das ist bei mir echt immer so ein bisschen fatal. Oh, ja, und jetzt kommt der Geruch. Mega lecker. Erinnert mich halt, oh, ich immer mit meinen Essensvergleichen. Erinnert mich halt, ihr werdet bestimmt lachen, an Huba Puba. Aber es gab mal eine Zeit lang eben eine orangene Huba Buba. So riecht das. Köstlich. Ach, so, also jetzt mit dem Einziehen. Okay, also es ist schon relativ. Ich hatte jetzt eine ziemliche Menge. Geht schon ganz gut. Kann ich auch noch mal ein bisschen hochschmieren. Aber doch, es ist jetzt schon ganz gut weg. Oh, jetzt tut sie aber so ein bisschen. So ein bisschen bröseln. Kennt ihr das? Aber keine Ahnung. Ja, ich brösel mir jetzt gerade die Hose voll. Gut, okay. Aber ist es nicht so schlimm? Ist eine Jeans. Aber an sich, gut, zur Pflegewirkung kann ich jetzt echt nichts sagen. Dass sie jetzt so ein bisschen abbröselt, nervt mich gerade ein bisschen. Das finde ich bei Handcreme eher weniger sinnvoll. Ja, keine Ahnung. Passt schon. Riecht lecker. Haut fühlt sich gut gepflegt an. Brösel abgebröselt. Passt. Jetzt gucken wir mal. Muss ich erst noch eine Weile testen, bevor ich da was sagen kann dazu. So, das nächste, was mir entgegen hoppelt, ist dieses sehr schöne Duschgel. Da freue ich mich auch riesig drüber. Das ist so ein Tee bei Tete Sepp. Die hat mal so eine Kooperation mit Michalski. Und das ist eins von diesen Duftkonzepten, was er entwickelt hat. Gletscherwasser, Baumwolle, grüne Minze, weißer Tee, Edelweiß. Das klingt fantastisch. Und das kommt so, wie es ist, direkt in die Dusche. Da stand jetzt dabei eben, das gibt's jetzt nicht mehr, Produkt nicht mehr bestellbar. Weiß jetzt aber nicht, ob es halt wahrscheinlich da bei denen einfach nicht mehr gibt. Diese Dinger waren limitiert, das weiß ich. Muss hier schauen, ob ich es noch irgendwo kriege. Ich glaube, ich mache es jetzt gerade erstmal nicht auf, weil so viel Dusche offen ist im Bad und dann werde ich mir das für einen späteren Zeitpunkt aufheben. So. Dann komme ich jetzt endlich mal zu dem Produkt, weswegen ich die Box überhaupt gekauft habe, weil da habe ich bin echt vom Stühlchen gefallen, ja. Hier, von Medipharma Cosmetics, der Hyaluron-Booster, ja. Der ist einfach fantastisch. Der ist so, so toll. Und ich habe mich so riesig gefreut, weil ich mir gedacht, okay, den allein, wie gesagt, wenn ich den gekauft hätte, 25 bis 30 €, so habe ich den und noch irgendwie 20 andere Sachen. Also das ist echt der Hammer. Und ja, da freue ich mich sehr, sehr. Ich werde noch meine restlichen Sachen jetzt vom Sommer erst aufbrauchen, die ich dabei hatte. Und dann werde ich als nächstes mich an den hier ranwagen. Genau, so. Also wirklich eine super Sache. Ist einfach so, ja, unter der Tagespflege, morgens, abends, wie gesagt, einfach so ein Feuchtigkeitskick. Mag ich total gern. Funktioniert Sommer wie Winter. Also wirklich eine große, große Empfehlung. Und man kriegt wirklich, die sagen jetzt gegen fahle Haut, aber es hat einfach wirklich so einen frischen Boost. Also auf meine Haut hat es diesen Effekt. So, dann auch ganz interessant, finde ich, passt auch ganz gut dazu und freue ich mich. Sind hier noch so Teebeutele drin, Superfood-Tee von Häusler und Sauter, sagt mir nichts, Moringa plus Minze. Ja, mei, kommt ja jetzt bald die Teezeit, kann man gerne probieren. Sowas finde ich, darf immer auch in so einer Box gerne mit drin sein, finde ich schön. Also so niedlich jetzt von der Optik her wie die My Little Box ist sie nicht. Dafür ist da echt jede Menge an Produkt drin. Was ja auch fein.
So, dann ist hier, das müsste eine Probe sein, aber auch sehr süß, von Farma Verde, so eine kleine Handseife, Oliven. Ja, auch nett. 20 Gramm sind es, ist eine Probe, oder? Ja, genau. Noch eine Probe ist auch dieses hier von Sukin oder Sukin, keine Ahnung, von der australischen Beauty-Marke. Natural steht da, ohne Parabene. Und ja, Clearing Facial Wash, also so eine 20 ml Probe von so einem Reinigungsgel. Gel fürs Gesicht. Schauen wir auf unseren schlauen Zettel, was es ist genau. Ja, genau, ein leichter Gelreiniger. Antioxidantienreich mit Granatapfel und Eukalyptus und antibakteriell. Ja, also das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen für so unreine Haut. Auch nicht schlecht. Ja. Also mal gucken. Dann haben wir noch ein paar Proben. Ich mache jetzt mal die Proben alle. Von Eubos, eine Marke, die ich auch sehr, sehr gern mag. Eine Sensitivaufbaucreme für trockene und sehr trockene Haut. Ist das fürs Gesicht oder ist das für den Körper? Normalerweise 50 ml, also ist es fürs Gesicht, logischerweise. Hautberuhigende Nachtpflege. Okay. Auch nicht verkehrt. Echt so eine richtig schöne, reichhaltige Pflegebox ist das hier, toll. Dann ist von Eucerin auch noch eine Probe drin. Duschöl. Ja. Und zwar für sehr empfindliche Trockenhaut, 20 ml. Mal schauen, wie das ausschaut. Ach, lustig, das ist aber, obwohl es ein Duschöl ist, ist es in einer Tube. Das ist natürlich interessant. Ja, für unterwegs, aber vielleicht auch so mal zum Ausprobieren, finde ich es ganz nett. Also wirklich, ihr seht, Leute, die Box und es ist immer noch was drin. Das ist wirklich der Hammer. Dann wieder Originalgröße von Eucerin, hier so ein Lippenbalm. Ja, der Herbst kommt in schnellen Schritten auf uns zu. Also Lichtschutzfaktor 15 noch für empfindliche Haut mit Dextroamphetamin und Vitamin E. Liebe ich ja sowas ganz, ganz, ganz pures, pflegendes. Kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Also ich auch gerade mit meinen trockenen Lippen. Dann nochmal von Eubos. Auch sehr schön noch eine Pflegekörper. Das ist eine Körperlotion, steht auch drauf. 10% Urea. Diese Urea-Cremes, die finde ich ganz fantastisch immer. Die trage ich sehr, sehr gerne auf. Gerade so im Winter leide ich immer so ein bisschen an trockenen Beinen. Und da ist sowas immer sehr, sehr gut zu haben. Dann auch noch eine, nee, das ist noch, das ist glaube ich keine Probe. Von Merz Spezial, genau, nee, das ist keine Probe. Merz Spezial Beauty Institute Peel-Off-Maske mit Aktivkohle und Panthenol. Befreit von Unreinheiten, beugt Mittagsschlaf vor, verfeinert Poren und reduziert Hautglanz. Ja, super. Also wirklich eine nette Sache auch. Habe ich jetzt nicht so drunter zu leiden, aber. Hab da doch ein paar Teenie-Mädchen, meine liebsten Nichten. Da sind jetzt auch zwei drin, dann können die Mädels das mal ausprobieren, wenn sie Bock haben. Mal schauen. So, und dann das Letzte, was auch richtig cool ist. Und nochmal von Eubos Med. Und da habe ich eine andere Sorte schon mal ausprobiert gehabt. Die habe ich euch sogar auch gezeigt damals, glaube ich. Und zwar habe ich hier von Eubos Med Inner Second Kaviar Glow Boost Aktivierungskur. Und die ist auch, die kostet auch echt, eine, glaube ich, eine Stange Geld. Jetzt, ich weiß gar nicht, also für Apothekenverhältnisse meine ich jetzt, ich glaube unter 20 € zwar noch, aber oder irgendwie so um den Dreh rum, glaube ich, ja. Und die sind toll, diese Ampullen von Eubos. Die sind wirklich, die, also die können sie in einer Reihe eigentlich schon auch aufnehmen mit Burland und Co. Also die sind und Burland Barbour. Da können die mitspielen auf alle Fälle. Die sind echt fein. Ne? Und da sind 7 Stück drin. Also auch wieder in der Originalgröße. Mich interessiert jetzt mal. Genau, und das war's dann. Aber wir hatten jetzt, ich sag jetzt mal, es waren 15 Sachen sind da drin für 18,99. Das heißt, jedes Ding hat gerade mal irgendwie 1 € und ein paar zerquetschte gekostet. Und das ist echt eine Spitzenbox. Also liebe Claudi, tausend Dank nochmal für den Hinweis. Ich bin völlig begeistert. Wie gesagt, die Box könnt ihr nach wie vor noch kriegen. Ich packe euch den Link unten rein und müsst ihr mal schauen, vielleicht funktioniert der Code von Claudi auch noch. Sonst findet ihr bestimmt auch woanders auch nochmal einen Code. Und ja, also vielen Dank für diesen tollen Tipp. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei diesem Unboxing, mal eine Apothekenbox. Und ja, schreibt mir doch auch gerne unten rein, welche Boxen ihr vielleicht noch kennt, die sich mal anzuschauen lohnen. Ich bin ja immer ganz offen und voll freudiger Erwartung, ob eure Inspirationen. Also haut die gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da noch vielleicht Boxen habt.
die ich mir mal anschauen sollte. Und ansonsten, wie gesagt, schaut auch gerne bei meinem Unboxing der My Little Box vorbei. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen wie immer. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, freue ich mich riesig über ein Abo von euch. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!